für ein Riesenkristall. Was das für...
Du Drecks. Blüten haben ein riesiges Monster angelockt. Ich werde Thailand vor dieser Kreatur beschützen. Moment. Der Butak ist kein Monster. Es ist eine friedliche Spezies. Wer bist du? Ich bin Lili. Von den Blumennymphen. Eine Tochter von Mutter Natur. Ich bin Arko, Prinz. Der Rest der Bewohner von Thailand. Und bin? Woher weißt du das? Ich kann es in dir sehen, in deinen Augen. Du bist nicht der erste Prinz, dem ich begegnet bin. Gibt es noch andere wie mich? Es gab sie früher einmal. Ich bin wegen der Blüten gekommen, die auf diesem Planeten warten. Mein großer Butak kann, obwohl er blind ist, ihr Aroma aus großer Entfernung riechen. Kommst du von einem anderen Planet? Nein, ich habe keinen Planet mehr. Ich reise von Stern zu Stern. In jedes Land, das die Nymphen ruft. Wir dienen Planeten, die in Gefahr sind, besonders wenn es sich um so kleine Planeten wie diesen handelt. Es ist noch lange hin, aber der Tag wird kommen, an dem du dem Bösen gegenüberstehst, das das Herz von Thailand stehlen will. Wirst du mir helfen? Ich gebe dir einige meiner Nymphenkräfte, damit das Herz Thailand stark wird. Wir beginnen damit, eine neue Art Baum zu pflanzen. Nimm den Kirschbaumsamen und pflanze 5 Bäume. Oh, danke schön. Schon. Thank you.
Du hast den letzten Auftrag noch nicht beendet. Kirschbäume stehen für Unschuld und die Einfachheit der Natur. Ihr Wachstum zu beobachten wird Frieden in dein Herz. Ich bringe dir bei, wie man wertvollen Saft wird. Die Früchte der Bäume haben wichtige Eigenschaften, die dir helfen, deine Energie wiederzugewinnen. Hier ist eine liebe Zutat. Sammle sie und bring mir den Frucht. Saft, das neue Rezept.
Und ist meine Freundin. Lass sie in Ruhe. Eine Freundin? Ich bin eine bessere Freundin, oder? Arco. Bin enttäuscht. Ja. Dachte, du magst keinen. Ich bin Karika. Geheimnisse, die sie nicht verrät. Vertraue ihr. Und war immer sehr nett. Du sollst es dir nicht trauen. Ich kann dir Informationen über die Sternpatrouille geben, die sie vor dir verheimlicht. Das interessiert mich nicht. Das sind sicherlich gestohlene Informationen. Prinz Nummer 3, geheimes Dokument, immer noch nicht interessant. Für einen kleinen Preis gehört es. Wie wäre es mit einem leckeren Schokoladen? Ja! Der Kuchen. Die Informationen. Wie du siehst, bin ich eine wahre Freundin. Vergiss dich, Karika.